Ich arbeite heute wieder mit Flaschen. Wie immer. Auch wenn die Lage ernst ist, muss man ja nicht gleich den Humor mit entsorgen. Selbst wenn man in einem Meer von Plastikflaschen zu ertrinken scheint. Freunde, bevor man jetzt halt so weiterlebt, wie man jetzt eben halt 100 Jahre gelebt hat, müssen wir halt ab und zu mal das Hirn jetzt einschalten, wenn wir einkaufen gehen, wenn wir Müll entsorgen, wenn wir irgendwelche Sachen machen, wenn wir unsere Reisen buchen, wenn wir ins Auto steigen. Und deswegen haben wir wie immer versucht, viele unterschiedliche Aspekte der Thematik Umwelt, Umweltverschmutzung, Hilfe, ich ersticke in Plastik, Hilfe, ich mache alles falsch, bis hin zu, ja, was kann ich denn eigentlich überhaupt noch richtig machen, zu beleuchten. Ja, die Klimakrise ist ein globales Problem. Lösungen beginnen aber meist schon vor der eigenen Haustür. Man scheitert an so vielen Punkten des Lebens jeden Tag und wir merken alle immer, wenn es unbequem wird und wenn ich mich selber einschränken muss, dann sagt man halt, ach ja gut, dann fange ich lieber vielleicht erst morgen damit an oder ach, kümmert das jetzt die Klimaerwärmung, wenn ich jetzt heute auf mein gutes Essen verzichte oder so. Ich habe letztens zum Beispiel gelernt, dass wenn man Plastikbecher, die man schön trennt und dann als Plastikmüll entsorgen möchte, wenn man die ineinander stapelt, werden sie vom Plastikmüllerkennungssystem nicht erkannt als Plastikbecher und werden in die Verbrennung geschickt. Das ist ja genau das, was wir nicht wollen. Auch wenn man Barbara Schöneberger die Ernsthaftigkeit ihres Anliegens anmerkt, es darf trotzdem mal unterhaltsam sein. Das ist zum Beispiel total bio. In meinen Brüsten kein Plastik. Ist doch eine gute Nachricht. Sieht's nur nach Umweltschutz aus oder auch ein bisschen geil? Du hast dazwischen.